Pläste fertigen? Komplett ziemlich niedere Bayern, sagen wir mal. BMI bietet den Carbon 500 in 5 verschiedenen Varianten an. Wie es hier liegt, fast fertig montiert. Oh, sieht da richtig schön aus, ne? Ist aber Glasfaser, oder? Oder Kohlefaser? Ja, das ist Kohle. Boah. Das ist super stabil. Ja. Ich habe so selber mal einen ineinander geschraubt, ohne Servos, nimmt so 2 Stunden maximal. Ja, ja. Motor ist jetzt aber nicht dabei, ne? Das Außer ist die zweite Ausführung. Ja. Das ist das plus Motor plus Regler. Mhm. Dann die dritte Ausführung ist das in Mod 1, die vierte in Mod 2. Ach, und dann bieten wir den kompletten Hubschrauber noch an, ohne Fernsteuerung. Mhm. Das ist dann die 5. Ausführung. Ja. Guten Tag, Herr Bittlinger. Sie haben im Bereich Flugmodell aber einige Neuigkeiten. Ja, wir haben ja letztes Jahr mit großem Erfolg unsere neue Linie Revell Control eingeführt und haben da hauptsächlich eben die Koaxialrotor-Helis gehabt im Gigahertz-Bereich und haben das jetzt ergänzt mit der neuen Technologie der Single-Rotor-Helikopter, die eben recht noch realistischer fliegen, als das bisher der Fall war. Das erreichen wir dadurch, dass wir eben auch ein sehr ausgeprägtes Gyrosystem mit drin haben, das es selbst dem Anfänger ermöglicht, diese Maschine nach kurzem Training gut zu beherrschen und damit eben in den Modellbausport reinzukommen. Also Kontronik stellt dieses Jahr 4 Neuheiten zu Nürnberg vor. Eine der Kernneuheiten ist die neue Programmiereinheit, die sogenannte ProcDisk. Sie vereinigt ProcHard 1 und ProcHard 2 und stellt gleichzeitig das PC-Interface zwischen Regler und Rechner dar, macht sämtliche neuen Regler online updatefähig. Das heißt, Regler-Software kann dann online von zu Hause aus geupdatet werden. Als zweite Neuheit stellt Kontronik dieses Jahr den Nachfolger der Jazz-Serie vor, die sogenannten Kobi-Regler. Sie sind in ihrer Funktionalität entsprechend die Jazz-Regler angepasst, besitzen keinen K-Modus und keinen F5B-Modus, haben dafür ein stärkeres Back und sind auch preisgünstiger als die Vorgängerserie. Als dritte Neuheit haben wir einen weiteren Pyro-Motor entwickelt. Der schließt die Lücke zwischen dem Mini-Pyro und dem Pyro 700. Ja. Das ist der Pyro 600. Ja. Findet seine Anwendung in 6 bis 8 S-Maschinen und wird in 2 unterschiedlichen Drehzahlvarianten zur Verfügung gestellt. Und wenn Tische und Stühle beiseite geschoben werden, muss bei Hirobo etwas passieren. Ja, das, was Sie gesehen haben, ist also der SAP Quark SG für Second Generation. Das ist unsere Neuentwicklung für dieses Jahr, für die Messe. Der Hubschrauber ist deshalb einzigartig, weil er halt in der Klasse Pitch gesteuert ist. Das heißt, er kann Kunstflugfiguren fliegen, auf dem Rücken fliegen. Alles das, was halt auch für Einsteiger oder fortgeschrittene Piloten wichtig ist. Es gibt einen Brushless-Motor für den Hauptrotor und eine separate Regelung für den Heckrotor. Betrieben wird es mit einem kleinen 3S-Akku mit 480 mAh. Hat er jetzt die Kufen breit gedrückt oder was? Nee. Fangen. Die Samba-Produkte, wie hier der neue 10-Kanalsender SD10G in 2,4 GHz Technik. Interessant sind auch die Servotypen, die ohne Spannungsreduzierer direkt an 2S-Lipos betrieben werden können. Merlin ist die Flugmarke bei LRP. Hier fällt der Polaris 400 CP ins Auge. Ein 3D-Heli, ready to fly in 2,4 GHz Technik. Was ist jetzt die Besonderheit von diesem Kreisel? Das ist jetzt nicht mehr Piezo-Technik wie der KDS 800, sondern das ist SMM-Technik. Mhm. Also kein Temperaturdrift mehr. Ja. Er ist noch kleiner, noch leichter und dadurch auch sehr gut geeignet für unseren 250er. Ja. Neu ist gegenüber unserem SV jetzt die neue Version SV Pro, die mit unserem 900er Giro ausgestattet ist, jetzt auch mit Metallgetriebe-Servos auf der Daumenscheibe und Digital-Servo auf dem Heck. Mhm. Dazu haben wir einen Tuning-Motor drin, eine neue 7-Kanal-Anlage, ja, die auch wieder jetzt interessant ist in Verbindung mit unserem 600er Verbrenner, weil wir den 7. Kanal für den Governor brauchen.
Kooperation mit AHF bringen wir das Modell raus. Das Chassis ist von AHF. Alle elektronischen Teile wie die Carbonblätter sind von KDS. Der wird komplett geliefert mit 2-in-1 Regulator, mit unserem neuen Gyro, mit Digitalservos, mit Teilgetriebe-Servos. Das Einzige, was man noch zukaufen muss, ist der passende Motor, 50er Klasse. 50er Motor. Wir haben einen neuen 450er mit einem Riemen, der über das Motorritzel, über das Hauptzahnrad zum Heck geht. Der soll extrem leise sein. Getestet wurde er von mir noch nicht persönlich. Das ist jetzt unsere innovative Neuheit. Back to the Roots heißt es wohl bei Kavan. Aus den Anfängen der Modellhubschrauberfliegerei stammt der berühmte Jet Ranger. Produzieren kann und haben natürlich zwei Modernisierungen einmal. Also einmal, dass ich CCPM, jetzt natürlich, ich habe ja keine mechanischen Mixer, habe ich ja nicht mehr. Und dass ich jetzt einen 90er bis zum 90er Motor einbauen kann, weil daran haben sie ja damals ein wenig geschwächelt. Ne? Ja, mit dem was. Genau. Und bis Mitte des Jahres soll auch eine Elektroversion auf dem Markt sein. Tja, und das war's auch schon wieder von der Spielwarenmesse in Nürnberg 2010. Check out.